herzlich willkommen bei Angelikas Expert Talk, der Talktime, wo ich Experten für dich unter die Lupe nehme. Und heute ist bei mir genauso eine Expertin zu Gast. Herzlich willkommen, Beatrice Drach. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Beatrice, du bist Unternehmerin mit Schwerpunkt sportwissenschaftliche Beratung, Lauftraining und gesunde Wirbelsäule. Und gibst Menschen sozusagen ihre Me-Time zurück durch Bewegung. Bevor wir da aber jetzt näher darauf eingehen, was du da wirklich beruflich machst, würde ich gerne mal so zurückspulen, deinen Lebensfilm, und einfach mal sagen, wie war denn dein Start? Wo bist du geboren? Wie war dein familiäres Umfeld? Es kommt ja nicht, weißt du, es ist immer so für andere, die gerade beim Businessaufbau sind, dass es immer so easy dann ausschaut, wie wenn jemand schon das fertige Business hat. Aber es gab ja auch einen Anfang. Also es ist, deine Eltern haben vielleicht was ganz anderes beruflich für dich vorgesehen gehabt. Du hast dann vielleicht was, weiß nicht, Schule oder irgendwas anderes studiert. Wie war denn dann so? Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Ich bin in Wien aufgewachsen und auch in Wien geboren, aus einer Familie, in der es überhaupt keine Unternehmer gegeben hat. Also ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, wir hatten eigentlich überhaupt keine Unternehmer in der Familie. Das Einzige waren Bauern, also wenn das als Unternehmen gilt, gab es das bei meiner Mama in der Familie. Ich bin überhaupt ein Quereinsteiger. Für mich war so vorgesehen, dass ich in der Pharmaindustrie Karriere mache. Ich habe Soziologie und soziale Verhaltenswissenschaften und Wirtschaft studiert. Und dann hat mich ein Burnout ausgebremst. Also der Karriereweg, der für mich so vorgesehen war und den ich mir auch selber so vorgenommen hatte, der wurde schlagartig beendet. Und daher habe ich angefangen zu überlegen, was ich stattdessen mache. Also ich wusste, dass ich in einen Burnout hineinschlittere, weil ich das auch studiert hatte. Aber über Dinge wissen und sie dann auch selber umsetzen, ist sowas anderes. Ich meine, alle wissen, wie gesunde Ernährung geht und man macht es ja dann doch nicht, ne? Das ist einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Mir hat damals der Arzt, der mich behandelt hat, gesagt, ich bin nur deswegen in ein Burnout in einer moderateren Form geschlittert, also das war eine Form ohne Depressionen, weil ich mich sehr viel bewegt habe. Also mir ging es zwar dann körperlich schlecht, ich war ausgelaugt, aber ich hatte keine Erschöpfungsdepression, so wie es viele andere Burnout-Opfer haben. Und ich habe dann gewusst, dass ich nicht mehr wieder in meinen alten Beruf zurückkehren kann, weil ich relativ bald wieder auf demselben Punkt gestanden wäre wie vorher. Habe dann eine Zwischenstation gemacht und habe im Krankenhaus als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Das war wirklich meine Expertise, die ich aus der Pharmazeit kannte. Ich habe in der Onkologie, also mit Krebsmedikationen gearbeitet. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass all jene Patienten, die ich betreut hatte, die Hunde hatten und körperlich aktiv waren, dass die Chemotherapie wesentlich besser vertragen hatten als alle anderen. Wirklich? Also das finde ich jetzt spannend. Das heißt Hunde oder Haustiere allgemein? Hunde, weil du dann mit dem Hund rausgehen musst. Es geht wirklich um die Bewegung tatsächlich. Es ging um die Bewegung, genau. Es ging um die Bewegung, aber auch um die sozialen Kontakte, die Hundebesitzer einfach haben, weil sie ja eine gassige Runde machen und die Hunde ja auch miteinander interagieren. Und ich habe dann gemerkt, dass mich Bewegung nicht nur für mich selber interessiert, sondern ich wusste, dass ich wahnsinnig gut andere Leute motivieren kann. Ich habe so viele Freunde motiviert für Sport, meine eigene Mama zum Laufen gebracht, als sie 50 war. Ich wusste einfach, das kann ich gut und habe mir dann gedacht, warum nicht das zu einem neuen Beruf machen, anderen Leuten einfach zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen und auch denjenigen zu helfen, die gerade nicht gesund sind, aber dass sie durch körperliche Aktivität einfach wieder ins Tun kommen. Das war so der Werdegang. Und jetzt hört sich das natürlich so, ja, und dann, also das Burnout, muss man jetzt sagen, Wahnsinn. Also wie lange hast du dann dran geknappert, wie du dann echt gesagt hast, okay, ich bin jetzt wieder in Form oder ich kann überhaupt mir Gedanken zuwenden, ein Business aufzubauen. Mhm. Weil ja, das kostet ja auch irrsinnig viel Kraft. Ja, also ich habe von der Diagnosestellung, bis ich überhaupt dann im Krankenhaus angefangen habe, hat es ein halbes Jahr gedauert. Und als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe ich nur halbtags gearbeitet,
nur, also ich habe dann immer ein bisschen mehr gemacht, als ich eigentlich hätte machen sollen. Aber es war im Prinzip eine 20-Stunden-Anstellung. Und dann bin ich erst sukzessive einfach da reingewachsen, habe den Job im Krankenhaus gekündigt und habe dann beschlossen, dass ich in die Selbstständigkeit gehe. Rückblickend würdest du jetzt sagen, weil es viele, die jetzt zuhören, haben sich entweder schon selbstständig gemacht oder sie sind jetzt am Weg dorthin und überlegen, eben zu kündigen. Ist es was für dich jetzt besser, nicht gleich ins kalte Wasser komplett zu springen, oder würdest du irgendwas anders machen beim Switchen, beim Businessaufbau? Also ich habe eben zuerst diese 20-Stunden-Tätigkeit im Krankenhaus gehabt und habe nebenbei angefangen, als medizinische Journalistin zu arbeiten, weil ich diese Expertise einfach hatte. Ich konnte immer ganz gut schreiben und war auf sehr vielen Kongressen, weil mein Mann Arzt ist und ich einfach diese Expertise schon mitgebracht habe. Und sich hier einige Verlage drum gerissen haben, jemanden zu haben, der sich halt hier einfach in dem Metier gut auskennt. Jetzt hatte ich dann so zwei Jobs, ja. Und habe mir dann gedacht, so, wenn ich jetzt den Krankenhausjob loslasse, behalte ich mir wieder diese medizinische Schreibarbeit als sichere, die sind ganz gut gezahlt, ja, als sichere Basis und baue mir daneben ein Business im Trainingsbereich auf. Und das war letztendlich ein Fehler, weil ich habe gemerkt, wenn ich nicht den Fokus klar auf einen Punkt lege, dann geht nichts wirklich weiter. Ich war nirgendwo richtig. Ich war erschöpft von der Arbeit mit dem, also Medizinjournalismus ist auch sehr anstrengend. Man muss sich sehr tief in die Materie einarbeiten, wenn man hier über ein Präparat schreibt, über ein neues oder über einen Kongress. Und auf der anderen Seite wollte ich ja mein Herzensbusiness, ja, dieses Personal Training, das wollte ich auch vorantreiben. Und in dem Moment, wo ich mich von dem medizinischen Journalismus verabschiedet habe, ja, einfach gesagt habe, okay, ich verdiene jetzt hier ein bisschen weniger, aber ich lasse das los, hat mein anderes Business extrem zum Fliegen angefangen. Hm. Gibt es da sonst noch Learnings, was du teilen kannst mit jemandem, der das Business aufbaut? Viele Frauen, es ist ja oft, also ist ja doch schon ein Marathon, so ein Business aufzubauen, wenn man jetzt in einer Laufsprache im Lauftraining reden würde, und es ist ja kein Sprint. Gibt es da so Learnings am Weg? Was gibt es für Learnings am Weg? Klare Ziele setzen und Zwischenziele setzen. Die Analogie zum Laufsport ist eine gute, weil ich schreibe in meinem Beruf sehr viele Trainingspläne für Läufer. Und da geht es auch immer darum, du suchst ein großes Endziel, das ist die große Endvision. Beim Laufen zu bleiben wäre das jetzt einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon. Aber du brauchst auf dem Weg dorthin auch Zwischenziele. Weil sonst verlierst du das große Ziel irgendwie immer von Augen. Also bau dir kleine Zwischenziele auf, die du leichter greifen kannst, ja, weil ein großes Umsatzziel, das ist am Anfang nicht so zu greifen, sondern eher Schritt für Schritt aufzubauen, ja. Hat es denn auch auf deinem Weg Herausforderungen gegeben beim Businessaufbau? Und wenn ja, wie hast du die gemeistert? Also Herausforderungen war sicher, an mich selbst zu glauben. Eben wie gesagt, ich komme aus keiner wirklichen Unternehmensfamilie und ich hatte einen sehr, sehr gut bezahlten Job in der Pharmaindustrie. Das heißt von allen, es hat schon viel gefehlt. Ne? Ich hatte ein Firmenauto, ich habe alle Versicherungen gezahlt bekommen, ich habe einfach ein sehr hohes Fixgehalt gehabt. Ich habe sehr viel dafür gearbeitet, ja, keine Frage, aber es war halt regelmäßig dieses Geld am Konto, ja. Und die Herausforderung war wirklich zu sagen, wow, ich beiß mich da durch, weil wir Selbstständigen wissen, dass es eben nicht jedes Monat gleich ist, ja. Ich habe mir Dinge ein bisschen Geld zur Seite gelegt und ich habe auch mit meinem Mann die ersten Jahre vereinbart, dass er mich unterstützt, dass ich das auch annehme, ja, mich als selbstsichere Frau, die vorher Pharma-Managerin war, zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt einfach hier ein paar Jahre Unterstützung annehmen. Und mein Mann hat das sehr gerne getan, ja, weil er wollte mich in meinem Traum unterstützen. Und dadurch habe ich einfach nicht so einen Druck gehabt. Ich habe gewusst, ja, dass er mir da zur Seite steht. Und ich glaube, je weniger Druck du hast, umso besser fängt es zu fliegen an. Absolut, also das denke ich auch. Daher ist es, glaube ich, sehr individuell, ob man eben mit nebenberuflich das aufbaut oder nicht. Denn wenn der finanzielle Druck noch so extrem wird, dann geht überhaupt nichts mehr, weil dann fängt dieses extreme Sicherheitsdenken an.
Du bist nicht frei im Kopf, ne? Weil dann musst du dir immer überlegen, ich muss meine Miete am Ende des Monats zahlen, ich muss Strom, Gas, ich muss alles begleichen. Und dann kannst du nicht mehr kreativ werden und du überlegst immer, was kann ich in mein Business eigentlich noch investieren? Geht sich das am Ende des Monats aus? Ja? Absolut, ja. Und daher würde ich es schon empfehlen, eigentlich noch irgendwie ein Backup zu haben, noch irgendwie einen Zusatzjob, vielleicht einen 20-Stunden-Job am Anfang, um einfach keine schlaflosen Nächte zu haben. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Sag mal, du bist ja auch, muss man sagen, du hast ein sehr gutes Branding aufgebaut. Und ich denke, für viele, die heute zuhören, ist es, erklär mal überhaupt, wie du das gemacht hast und was du denn für Tipps auch hast, um sich ein Branding aufzubauen. Oder vielleicht mal für alle, die es jetzt nicht wissen, was ein Branding ist. Fang mal vielleicht da, gib mal deine Expertise zum Besten, weil ich weiß, dass das ja auch eins deiner, etwas ist, was du sehr gut hinbekommen hast. Genau, ich habe von Anfang an geschaut, dass ich mich über eine Farbe definiere. Also die ist pink in meinem Fall. Und mir war eigentlich immer wichtig dazu zu sagen, dass das Pink jetzt nicht dieses reine Pink ist, was man von der Barbie kennt und Pink ist Frau, sondern es war der Bezug da zur Breast Cancer Awareness, zu dem Pink Ribbon quasi, weil ich eben sehr viel mit meinem Mann am Anfang zusammengearbeitet habe, der im Krebsbereich ist und sich sehr viel aus dieser Breast Cancer Awareness entwickelt hat in meinem Leben und mir das ein ganz großes Herzensthema ist, darauf aufmerksam zu machen, dass wir durch MeTime und durch körperliche Aktivität tatsächlich Brustkrebs und andere Tumorerkrankungen als Prävention betreiben können. Und daher war diese Farbe Pink für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe es einfach durchgezogen, nicht nur auf meiner Homepage, sondern, wie man heute auch sieht, das ist fast immer ein Pink-Accessoire bei mir dabei. Ich werde von vielen Leuten auf Facebook oder auf Instagram getaggt, wenn sie irgendetwas in Pink sehen. Sei das jetzt eine skurrile Pink-Küche, ein Pink-Cadillac, ein Pink-Moped. Ich habe die letzten Jahre so viele Dinge in Pink getaggt bekommen, wo ich gar nicht wusste, dass es die Pink gibt. Ja. Habe mir einen eigenen Hashtag dann kreiert, der heißt Pink Core Power, weil ich eben sehr für diese Rumpfstabilität stehe, die man einerseits fürs Laufen braucht, andererseits auch um die Wirbelsäule eben fit zu halten. Und das würde ich irgendwie jedem mitgeben. Such dir irgendein Alleinstellungsmerkmal aus, mit dem du in Verbindung gebracht wirst. Und es muss jetzt keine Farbe sein, ja, das kann auch irgendetwas anderes sein. Ein Bild, ein Name, ein Slogan, irgend so etwas. Ja. Absolut, also das ist eine ganz wichtige Sache, dieses Branding, das unterschätzen, glaube ich, viele. Es ist ja am Anfang auch nicht immer gleich so klar, was passt zu mir, was möchte ich. Manchmal entwickelt sich das ja auch mit der Zeit. Bei mir hat sich das mit dem Goldbutton, den ich dann eines Tages von einer Kundin geschenkt bekommen habe, einfach genauso entwickelt. Und der zieht sich dann immer mehr und mehr durch und von Gold, also bei mir, so wie bei dir pink ist, hat man bei mir immer irgendwas mit Gold oder mit rotem Lippenstift. Also das ist so etwas, was sich bei mir ganz stark durchzieht. Wozu glaubst du, ist dieses Branding denn wirklich, warum ist es so wichtig? Eben weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, wo du dich einfach gut von anderen abheben kannst und wo du als Person auch immer wahrgenommen wirst. Also ich weiß einfach, dass jeder, der an Pink denkt in meinem Bereich, einfach sagt, ja, das ist deine Farbe. Und wenn ich einmal ein Foto poste, das mache ich auch manchmal bewusst, wo kein Pink dabei ist, dann wird das auch sehr schnell wahrgenommen. Ich spiele einfach sehr viel mit meinem Pink-Branding. Immer aber auch schauend, dass die Message auch noch rüberkommt, wofür es auch steht. Ja, dass es hier wirklich um das gesundheitsbewusste Training geht. Ja. Das ist für mich eine Message. Und ich habe gesehen, dass das sehr wohl dann auch von Medien etc. ganz gut aufgegriffen wird. Ja. Weil du wirst einfach aufmerksam, wenn du für eine bestimmte Sache stehst. Ja. Jetzt hast du gesagt, du gibst Menschen diese Me-Time durch Bewegung zurück. Wie bist du denn auf Me-Time gekommen? Wie bin ich auf MeTime gekommen? Das ist eine gute Frage. Vermutlich einfach aus meinem Burnout resultierend und aus meinen Ausbildungen. Ich habe mich danach nämlich entschlossen, dass ich eine Zusatzausbildung als Stress- und Burnout-Präventionstrainer mache, weil ich mir dachte, und das
hat sich als richtig erwiesen, dass die Leute sehr viel Vertrauen zu jemandem haben, der diese Krankheit selber schon einmal durchgemacht hat. Und da kam dieser Begriff MeTime, ist mir irgendwann einmal, gut, dass du das fragst, ich weiß es nicht, es ist auf einmal aus mir rausgekommen, ja, dieses, es ist die Zeit für mich, ja, und englische Begriffe sind oft einfach ein bisschen griffiger als das Deutsche. Und es hat sich extremst bei meinen Kundinnen durchgesetzt, ja, dieses, finde wirklich Zeit für dich, ja. Ein Rendezvous mit dir selber, und in meinem Fall ist es dann ein Rendezvous, um Bewegung zu machen und zu sagen, so, und du hast jetzt kein Handy dabei und du weißt, dass deine Kinder von deinem Partner oder von der Oma betreut werden, dass die sind alle gut versorgt, aber du hast die eine Stunde nur für dich, ja, du machst Sport in dieser Stunde, du machst Yoga in der Stunde. Natürlich kann die Me-Time auch bedeuten, dass du einfach die eine Stunde dich wo einsperrst und ein Buch liest, ja, oder in den Wald gehst. Man muss nicht laufen, ja, aber einfach, dass du die Rendezvous mit dir selber ernst nimmst, weil manchmal ist es so, dass wir uns selber die Zeit gar nicht schenken, die wir allen anderen schenken. Das ist eine sehr wichtige Sache, die du ansprichst. Und gerade so Mütter mit Business, da kommt meist alles andere vorher als sozusagen sie selbst, die Frau selbst. Kannst du uns denn da so ein paar Me-Tipps geben? Ganz praktische, weil jeder hat jetzt nicht die Chance, dass sie mit dir arbeitet. Das muss man auch. Ich bin ja auch in Wien zu Hause, und das Lauftraining, wenn man es live mit dir macht, weiß ich, findet ja auch dann dort statt. Außer man lässt sich jetzt einfliegen. Gibt es so die besten Tipps für die Me-Time, so praktische, ganz praktische, einfache Sachen? Also der größte Tipp ist tatsächlich, sich am Beginn der Woche, also das jetzt am Sonntag, am Abend oder am Montag in der Früh, sich tatsächlich hinzusetzen und genau so, wie du dein Business planst mit deinen Business-Terminen, dass du auch wirklich schaust, kann ich ganz realistisch Zeit für mich selber einplanen. Und wichtig ist, dass du am Anfang nicht gleich eine Stunde planst, erfahrungsgemäß funktioniert das nämlich gar nicht, sondern mal mit 25 Minuten anfängst, ja. Und dann einfach siehst, okay, diese 25 Minuten, vielleicht zweimal die Woche, ich schaffe das durchzusetzen. Ich schaffe es tatsächlich, den Computer auszuschalten, das Handy auszuschalten und meine Kinder jemand anderen anzuvertrauen. Ja. Und dazu brauchst du eigentlich überhaupt keinen Coach. Ja. Das kannst du alles mit dir selber auch machen. Du brauchst von außen dann gar niemanden. Es ist schön, wenn dich jemand an die Hand nimmt. Ja. Ich mache zum Beispiel auch viele Trainingspläne. Die Leute sind gar nicht bei mir. Aber denen baue ich quasi ihre Me-Time einfach für sie ein. Ja? Also die kriegen von mir quasi vorgegeben, an wie vielen Tagen die Woche sie laufen oder Stabilitätstraining oder Yoga machen sollen. Und ihnen hilft das einfach, weil sie einen Fahrplan haben. Einfach jemanden, der ein bisschen hilft, ein Gerüst für eine Me-Time im Leben aufzubauen. Ja. Ist es auch so, dass du jetzt sagst, Me-Time, also das ist jetzt wirklich, dass man sagt, okay, man nimmt sich Zeit für sich selber, ganz bestimmte Blöcke auch oder Zeiten auch zu blockieren, um sich eben körperlich oder was Seelisches gut zu tun. Gibt es so andere praktische Tipps, wo du sagst, Mensch, weiß ich nicht, wie viel trinken oder keine Ahnung, also etwas, was total leicht eigentlich umzusetzen ist, aber wo du sagst, ja, das ist super wichtig als Prävention auch, nicht nur jetzt als Burnout-Prävention, du hast ja eben auch angesprochen, dass du sehr viel damit im Krebsbereich unterwegs warst, wo du wirklich sagst, hey, Businessfrauen, das ist ein immer wiederkehrendes Thema, was ich sehe, ganz einfache Alltagssachen, das wäre schon mal, diese zwei Sachen wären schon mal toll, wenn sie einfach jeden Tag machen würdest. Einerseits wirklich regelmäßig trinken, das stimmt. Da empfehle ich immer, dass man sich den Wecker stellt, also oder Apps einstellt, die einem ans Trinken erinnern, weil, ja, das kennen wir eh alle, ne? Wir sitzen so gefesselt vor unserem Computer, dass wir dann vergessen zu trinken. Ja, ich habe da jetzt meine Kanne da jetzt schon im genau. Immer so eine Karaffe, und der zweite positive Effekt davon, wenn du viel trinkst, ist, dass du deine Niere gut spülst und relativ regelmäßig aufstehen musst und auf die Toilette gehst. Mhm.
Und alleine dieses Aufstehen und den Körper mal wieder zu bewegen, ja, also den Kreislauf zu aktivieren, auch das ist eine extreme Prävention für unsere Gesundheit. Ich empfehle meinen Damen und Herren dann auch immer, wenn man schon auf dem Weg zur Toilette ist, dann kann man ja auch 5 Kniebeugen machen. Ja, das okay. 5 Kniebeugen und dieses Durchstrecken und Recken, weil das tun wir auch nicht. Und du merkst einfach, wenn du hier aufmachst, ja, wenn der Brustraum weiter wird, du bekommst ja einfach viel mehr Luft. Ja. Und einer meiner Lieblingssprüche ist auch, willst du etwas bewegen, dann musst du in Bewegung kommen. Ja. Oh. Und es ändert einfach oft vom Schreibtisch aufstehen. Das ist eine andere Perspektive. Ne? Also wenn wir jetzt hier so sitzen, ist es eine Perspektive. Aber wenn ich jetzt aufstehe und irgendwie mich so zur Seite drehe, dann ist die Perspektive schon wieder anders. Mhm. Und es hilft oft, um neue Kreativitäten zu bekommen oder einfach runterzugehen auf die Straße und sagen, 5 Minuten gehe ich einfach eine Runde. Ja. Aber du hast dann, das kennen wir ja alle, ne? Wenn man draußen ist, dann hat man einfach so viele neue Ideen, weil man nicht mehr so in seinem Gedankengang gefangen ist. Ja? Mir kommen die meisten Ideen beim Laufen zum Beispiel. Ja, also ich muss mir das dann immer ins Handy einsprechen, weil ich natürlich mit dem Zettel und dem Kugelschreiber unterwegs bin. Aber ich spreche mir das dann halt immer ein, wenn ich Überschriften suche oder nach irgendwelchen Themen. Es wird der Kopf einfach viel klarer, wenn wir in Bewegung kommen. Ja. Also die Bewegung, das ist wirklich, das muss man jetzt wirklich sagen, wenn man die ganze Zeit Online-Business heißt ja auch wirklich viel trotzdem zu sitzen und vorm Computer zu sein. Und da ist es wirklich Gold wert. Also jemand, der sich da um sowas wie gesunde Wirbelsäule kümmert, Sportberatung macht, diese Me-Time einplant, ist einfach ist es Gold wert. Wenn man selber nicht schafft oder sich nicht motivieren kann, da macht schon Sinn, sich jemanden an die Seite zu holen, der da einfach aneinander Hand nimmt und ein bisschen pusht und wieder darauf aufmerksam macht und auf die richtige Schiene bringt. Definitiv. Ja, weil ich glaube, dass du dann einfach viel, viel fokussierter weiterarbeiten kannst, dass du dein Business viel fokussierter voranbringen kannst, ja, wenn du einfach immer wieder mal die Perspektive änderst und dir Zeit für andere Dinge nimmst. Wir glauben immer, dass wir dann zu wenig Zeit fürs Business haben, aber ich bin davon überzeugt, es ist anders. Wir haben dadurch eigentlich mehr Zeit, weil wir unsere Synapsen irgendwie ein bisschen anders. Und auf jeden Fall auch frischer sind, definitiv frischer sind. Also geistig einfach fit, dann kannst du wieder fokussierter arbeiten. Ja, meine Lieben, das war's auch schon für heute. Ein kurzer Einblick in ein Unternehmerinnen-Dasein von Beatrice Drach, was ich sehr spannend finde, mal in ganz eine andere Branche. Und mit super Tipps von ihr. Herzlichen Dank, Beatrice, dass du heute bei mir warst. Sehr gerne. Ja, und ich verlinke gerne zu Beatrice Podcast Be Active, wo ihr euch immer wieder Motivationstipps und alles anhören könnt und zu ihrer Webseite. Und ich sage danke fürs Zuhören und dabei sein. Trust the Flow. Wünsche ich einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, eure Angelika.